Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon JM. Heute ist der 13. Dezember, Mittwoch, und wir öffnen heute wieder ein kleines, kompaktes Paket, wie wir schon gesehen haben im Intro. Und wir reißen direkt auf, Leute. Vier Stück sind es dieses Mal. Wow. Gut. Vier Stück sind immer gut. Das steigert die Chance, dass wir heute wieder was Gutes haben könnten. Einmal schimmernde Legenden, zweimal schimmernde Legenden, Sonne und Mond und Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Da würde ich mal sagen, fangen wir dieses Mal mit schimmernden Legenden an und arbeiten bei uns zum ältesten Booster-Pack vor. Hier der Code für euch. Leute, wie geht's euch? Ist bei euch auch immer noch Schneechaos oder hat sich das Ganze schon wieder gelegt? Sind bei euch die Straßen schon wieder frei? Also bei uns war es jetzt zeitweise echt abnormal heftig. Am schlimmsten, oder was ich jetzt, der Sonntag, der hat uns wirklich am heftigsten, ist zwar jetzt schon wieder ein bisschen her, aber der Sonntag, der hat uns da wirklich am heftigsten irgendwie überrascht auch. Obwohl eigentlich jeder wusste, dass es schneien wird, war es trotzdem absolutes Chaos, wie es halt jedes Jahr ist, wenn es zu schneien beginnt. Volteball Reverse Holo haben wir hier und die Rare ist ein Reshiram Holo. Sehr cooles Artwork. Etwas passend zu unserem, naja, nicht ganz, aber ein bisschen passend zu unserer aktuellen Pokémon Weiß Randomized Nuzlocke, die ja täglich auf meinem Gaming-Channel läuft, liebe Leute. Solltet ihr unbedingt auch mal auschecken, falls euch das Pokémon-Videospiel auch interessiert, dann solltet ihr unbedingt mal bei meinem Gaming-Kanal vorbeischauen. Macht eigentlich immer ziemlich viel Spaß, wenn wir gemeinsam, meistens am Abend, noch eine Runde Weiß spielen. Das Randomized Nuzlocke ist wirklich witzig. Ein Golbit haben wir hier, Voltoball, eine Pflanzenenergiekarte, Lily, Bisaflor, den Überball, ein Reverse Holo Mizunda und ein Holo Keldeo. Okay. Okay, okay. Dann machen wir weiter mit Stunde der Wächter. Haben wir hier auch noch. Stunde der Wächter Pack. Hier gleich wieder der Code für euch. Viel Glück. Dann 3, 4, 2. Genau. Und wir starten mit einem Maholo, dann ein Walmer, Velursi, Paragoni, Iguana, eine Donner-Energiekarte, Energielotterie, ein Wasserpflaster, Chelatropo, Reverse Holo, Koriogel und die Rare ist ein Tromborg. Schau mal, vielleicht haben wir in Sonne und Mond noch Glück. Das wird mir alles auch noch. Wie macht er das? Wie hat er das letzte Mal gemeint? Ach, keine Ahnung. Wenn wir noch am Spekulieren. Oh, okay, das ist eine ganz neue Art und Weise, einen Booster aufzureißen. Aber gut, wenn es funktioniert, funktioniert es, ne? Würde ich mal sagen. Ein Code für euch, liebe Leute. Viel Spaß damit. Da haben wir. Halt. 4, 2. Und wir starten mit einem Evoli. Haben wir ein Enton, ein Habitak, Dratini, Bommel, eine Kampfenergiekarte, ein Akub, Terribark, ein Fubeiler. Nochmal ein Reverse Holo Akub und die Rare ist ein Kolossand. Solger Leo hat uns heute leider nicht so viel Glück gebracht oder noch nicht als neues Lucky Charm jetzt mal. Also ich hoffe, dass er kein Unlucky Charm ist oder so. Ganz so geil. Aber mal gucken, vielleicht haben wir dann morgen wieder mehr Glück. Heute leider nichts dabei gewesen. Zwei Holos aus schimmernde Legenden, was ja eigentlich normal ist, dass so Holos drin sind. Also lassen wir das mal gut sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, Daumen nach oben. Nicht vergessen, 16.12. der Livestream bei mir und beim PPP, wo wir gegeneinander Rot und Blau spielen, bis einer gewonnen oder verloren hat. Also könnte sich über Stunden hinwegziehen, dieser Stream. Wird absoluter mega krasser Scheiß. Da bin ich super gespannt schon drauf. Ansonsten nicht vergessen, Like da lassen und morgen wieder einschalten zum 14. Dezember. Ein Donnerstag und da habe ich schon gespickt, ist wieder was Großes mit dabei. Also können wir darauf schon mal gespannt sein. Haltet die Ohren steif, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.